Danke, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen, geehrte Herren. Die Cum-Ex-Geschäfte stellten einen massiven Steuerbetrug dar oder stellen es auch noch. Das Prinzip funktionierte folgendermaßen. Rund um einen Dividendenstichtag wurden Aktien mit, also Cum, und ohne, also Ex-Dividendenanspruch, zwischen meist drei in- und ausländischen Banken hin und her geschoben. Die ausländische Bank zahlte für einen Ausgleich, den sie von einer inländischen Bank erhielt, keine Kapitalertragssteuer. Sie ließ sich aber diese vom Fiskus erstatten. Warum? Im Gesetzestext waren explizit nur die inländischen Kreditinstitute zur Zahlung von Kapitalertragssteuer verpflichtet. Viele interpretierten das so, dass die Zahlungspflicht nicht für ausländische Kreditinstitute gelte. Die Illegalität dieses Vorgehens ergibt sich erst aus dem Sinn und Zweck der Gesamtregelung ohne ausdrückliche Regelung im Gesetz. So entstand ein Verlust von mehreren Milliarden Euro. Zum Skandal wurden die Vorgänge, weil zum einen mit einem gut formulierten Gesetz das Ganze gar nicht erst entstanden wäre und zum anderen auch dadurch, dass Erklärungen des aktuellen Bundeskanzlers zu seinen Gedächtnislücken die Aufklärung erschwerten. Das hat die Debatte über Steuerbetrug, Finanzmarktregulierung und die Verantwortung von Banken und Politik stark befeuert. Die Aufarbeitung ist schwierig und langwierig, weil den Beschuldigten Vorsatz zu Vorgängen bewiesen werden muss, die sich in vielen kleineren Schritten vollzogen, dazu noch in internationalen Zusammenhängen. Je länger die Verfahrensdauer, desto größer die Liste der staatlichen Stellen, denen Versäumnisse und Fehler vorgeworfen wurden. Die Finanzbehörden erkannten die Tricksereien zunächst nicht. Das Bundesfinanzministerium reagierte trotz interner Warnungen zu langsam und auch die Staatsanwaltschaften stehen in der Kritik. Ihnen wird vorgeworfen, die Ermittlungen in Cum-Ex-Fällen nicht mit der nötigen Konsequenz angeblich voranzutreiben. Besonders im Fokus steht weiterhin die Staatsanwaltschaft Köln, die bei der Aufklärung hinterherhinken soll. Die FDP wollte mit ihrer großen Anfrage volle Kraft und Unterstützung für Cum-Ex-Ermittlungen Bewegung in die Sache bringen. Das klappt leider nicht. Eine Anfrage ersetzt nun mal kein Ermittlungshandeln. Es geht erst mal weiter wie bisher. Fest steht, die Staatsanwaltschaft Köln wurde im Zuge der Ereignisse, die von der großen Anfrage beleuchtet werden, stark beschädigt, während die Täter davon unbeeindruckt blieben. Welche neuen Erkenntnisse liefern uns nun die Antworten auf die große Anfrage, über die wir heute debattieren? Die Landesregierung betont, dass NRW führend bei den Cum-Ex-Ermittlungen sei. Doch die Komplexität der Verfahren bringe erhebliche personelle und organisatorische Herausforderungen mit sich. Ach was. Der Justizminister plante ursprünglich, die Abteilung H aufzuspalten und die Ermittlungsarbeit zu entlasten. Diese Entscheidung wurde jedoch revidiert, was der Minister als Erfolg verkauft. Aber er hatte mit der Abteilungsleiterin selbst darüber nicht geredet. In allen Zusammenhängen, in denen ich jemals Personalverantwortung getragen habe, wäre das als ganz, ganz schwerer Fehler gebrandmarkt worden. Aber was heißt das Ganze? Die Verfahren sind komplex und international versetzt. Das wissen wir doch längst. Der Erkenntnisgewinn aus den Antworten auf die große Anfrage erscheint begrenzt und das erscheint auch beabsichtigt. Die wesentlichen Themen und Herausforderungen waren bereits im Oktober 2023 bekannt. Die Antworten auf die Anfrage wiederholen Bekanntes. Der Minister scheint keinen Rat. Eins bleibt für uns als AfD jedoch glasklar. Die Misere ist erst am Ende, wenn mehr Staatsanwälte eingestellt werden und Richter. Cum-Ex ist ja nur ein Beispiel, wie die Justiz nicht so gut funktioniert. Auch an anderer Stelle ermittelt die Polizei mit mehr eingestellten Beamten fleißig. Nur die leider nicht mehr eingestellten Staatsanwälte und Richter kommen mit ihrer Arbeit nicht hinterher. Die Behebung dieses Missverhältnisses muss jetzt Vorrang haben. Nur so kann dieser milliardenschwere Betrug endlich konsequent und ohne weiteres Zögern verfolgt werden. Vielen Dank.